Wir rollen ihn aus den roten Teppich und stolzieren gemeinsam darüber. Das machen auch die unsere drei magischen Promis. L. Genau. Liebe Lugner und Lombardi, wir begrüßen Sie zur High Society Show. Alles definitiv garantiert mit dabei in dieser Sendung. Was ist gerade los bei den Schönen und Reichen? Wir zeigen es Ihnen jetzt. Und das ist schon einmal unsere Top-Story des Tages. Am Oktoberfest, da zeigen sich die Reichen und die Schönen in ihren schönen Dirndln und in ihrer knackigen Lederhosen. Und dann gibt's auch noch Barbara Meyer, die schießt in ihrem Luxusdirndl den Vogel ab. Auf den ersten Blick wirkt es wie eines von vielen Dirndl, die die Promi-Damen zum Auftakt der 185. Wiesn spazieren drohen. Doch das Kleid vom Model Barbara Meyer hat den Wert eines Mittelklassewagens. Unglaublich aber wahr, Barbara Meyer trägt den Dirndl mit dem Wert von 42.600 Euro. Die hübsche Verlobte von dem schwerreichen Unternehmer Clemens Hallmann trägt das Kleid am Wochenende auf der Wiesn und zieht alle Blicke auf sich. Das Kleid, namens Victoria, ist roséfarben und von der Designerin Kinga Marte. Seit 2008 entwirft die Stuttgarter Designerin Kinga Marte exklusive Dirndl und Trachten, die zwischen 400 und fast 2.000 Euro kosten. Im vergangenen Jahr war es Lilly Becker, die das teuerste Kleid der Wiesn trug. Damals kam die 42-Jährige noch in Begleitung mit Gatte Boris zum Oktoberfest und feierte im Luxusdirndl im Käferzelt. Beckers Kreation schlug mit 27.500 Euro zu Buche. Das Kleid von Barbara Meyer ist nochmals rund 15.000 Euro teurer. Doch wie erklärt sich dieser horrende Preis? Ganze 4 Wochen Handarbeit und eine Kette aus Roségold, echten Perlen und Diamanten machen das Dirndl so besonders. Doch Meyer gibt zu, sie darf das Dirndl nicht behalten, da sie es nur für einen Wiesnauftritt geliehen hat. Ich werde vorsichtig essen und trinken und heute genau darauf achten, was alle Menschen um mich herum tun, sagte Meyer lachend am Sonntagabend am München Oktoberfest. Immer an ihrer Seite der Österreicher Clemens Hallmann, für den die rothaarige Schönheit sogar nach Wien zog. Seit Juni sind sie auch verlobt und Barbara schwärmt nach dem Antrag. Clemens ist die große Liebe meines Lebens. Er hat mir letzte Woche in Cannes einen wahnsinnig romantischen Heiratsantrag gemacht. Sie postete den Ring auf Instagram und setzte den Hashtag #ByeByeMeyer darunter. Also auch den Nachnamen wird sie annehmen. Den Termin für die Traumhochzeit haben die beiden noch nicht. Aber zahlreiche Events sind geplant und hoffentlich auch noch immer so verliebt wie am Wochenende auf der Wiesn. Die beiden feierten ausgiebig und ausgelassen und teilten sich einen Tisch mit Ralf Möller und Viktoria Lauterbach. Und bei uns geht's weiter mit unserem Aufreger des Tages. Der Fall Daniel Kübelberg, das sorgt für jede Menge Spekulationen. Jetzt gibt es sogar eine Verschwörungstheorie, die gar nicht so abwegig sein könnte. Das tragische Schicksal von Daniel Kübelberg liest sich wie die Idee zu einem dramatischen Drehbuch. In den frühen Morgenstunden des 9.9. geht der 33-Jährige über Bord. Doch was ist wirklich passiert? Die Umstände, die dazu führen, sind nach wie vor nicht geklärt. Es gibt ein Überwachungsvideo, das den Sprung angeblich zeigen soll. Es wird noch länger bei den kanadischen Behörden liegen und untersucht werden. Dazu ist immer wieder die Rede von Daniels auffälligem Verhalten. Tritten gegen die Kabinentür, lautem Schreien und ähnlichem. Etliche Spekulationen stehen im Raum. Jetzt wird sogar eine Verschwörungstheorie laut. Daniel könnte sein Verschwinden inszeniert haben. Wie die Münchner Zeitung TZ berichtet, geht bei ihnen ein anonymes Schreiben ein, das folgende These enthält. Er ist nicht tot. Daniel wollte immer aussteigen. So richtig, dass man ihn für tot erklärt und dann ein neues Leben beginnen. Es musste medienwirksam sein. Für den Verfasser sei es komisch, dass Daniel sich in den Tagen vor dem Vorfall so komisch verhalten habe. Zudem in einer Umgebung, die er gut kannte. Er sei mit ein paar Leuten des Personals sogar befreundet gewesen. Auch Ex-Freund Robin Gasser meldet sich zu Wort. Er warnt zwar vor den Aussagen wie diesen, doch auch er hat sich so seine Gedanken gemacht. Vielleicht wollte Daniel einen kompletten Neuanfang wagen und die Sache war gut durchdacht und noch besser strukturiert. Eine Theorie, die ich auf alle Fälle Daniel zutrauen würde. Aber auch eben nur auf Hypothesen basierend. Dazu sagt Gasser noch, er halte es definitiv für möglich, dass er noch lebt. Für die kanadischen Behörden gilt Kübelberg als vermisst. Es dauert 6 Monate, bis die Akte Kübelberg endgültig geschlossen wird.
Früh übt sich, wer ein Meister werden möchte. Das denkt sich scheinbar auch Kim Kardashian. Und sie schickt ihre gerade erst 5-jährige Tochter in Lack und Leder über den Laufsteg. Das Netz ist empört. Die kleine Tochter North von US-Star Kim Kardashian lief zum ersten Mal über den Catwalk. Und das in einem zarten Alter von 5. Die Reality Queen schickte ihre Tochter North in Lack und Leder über den Laufsteg. Im Netz sorgte der Auftritt für Furore. Stolz posiert Mama Kim auch noch mit ihrer Tochter und feiert ein Laufstegdebüt. Der Auftritt und die Begeisterung kommt aber bei vielen Fans nicht so gut an. Im Netz hakelt es an Kritik, da den meisten das Outfit der kleinen North zu freizügig ist. Das arme Ding! Oder dein kleines Kind in Erwachsenenklamotten zu stecken, ist schlichtweg falsch, so unpassend einfach. Die Kombi aus Leder, Lippenstift und Crop-Top ist den meisten Usern einfach too much. Viele sind der Meinung, dass es ein falscher Zugang zur Mode für junge Mädchen ist und auch gefährlich sein kann. North war aber nicht alleine. Die Show war auch mit anderen jungen Kindern besetzt. Bei der Fashion-Show handelt es sich um die Präsentation der neuen Kollektion des Spielzeugherstellers LOL Surprise, wo die Kinder wie ihre Lieblingspuppen gekleidet waren. Auf der anderen Seite gratulieren Kardashian-Fans dem Model-Nachwuchs im Hause Kardashian. Immerhin kommt sie, ein Traum, Model zu werden, somit immer näher und näher und sammelt jetzt schon wertvolle Laufstegerfahrungen. Laut North ist ihre Tante Kendall ihr absolutes Vorbild. Kendall hat in den letzten Jahren etliche Modeljobs an Land gerissen, darunter zahlreiche Laufstegshows für Designer wie Gucci, Dolce & Gabbana und Victoria's Secret sowie Beauty-Kampagnen im Fernsehen. Die 22-Jährige ist weltweit gefragtes Model und war auch schon in jungen Jahren als Model aktiv. Die kleine North ist somit ihren Traum mit diesem Laufstegdebüt ein Stück näher gekommen und ist sich vermutlich nicht bewusst, welche Konsequenzen solch ein Auftritt in Lack und Leder in diesem Alter haben kann. Kim ist jedenfalls sichtlich stolz und postet zahlreiche Instagram-Stories von Samstagabend. Und neben der Tochter von Kim Kardashian gibt es natürlich noch andere Stars des Tages. Ja, lange Zeit ist die Moderatorin Michelle Hunziker in den Fängen einer Sekte. Ja, und in ihrer neuen Autobiografie rechnet Hunziker jetzt schonungslos ab. Ich glaubte, dass es außerhalb dieses Zirkels für mich nichts mehr gäbe, dass ich krank werden und sterben würde. Zitiert die Deutsche Bild-Zeitung aus dem Buch »Ein scheinbar perfektes Leben« der Moderatorin Michelle Hunziker. Mit Anfang 20 sei sie in die Fänge der Sekte Krieger des Lichts gelockt worden, indem sie von der Sektenchefin zunächst bedingungslose Liebe, Fürsorge und Aufmerksamkeit erfahren habe. Die Zurückweisung, die darauf gefolgt sei, sei für sie unerträglich gewesen. Ich hätte alles getan, um die symbiotische Verbindung wiederherzustellen, die in meinen Augen die einzig wahre Liebe meines Lebens war. Die Regeln innerhalb der Sekte sind laut Hunziker streng. Man durfte nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, kein Fleisch, keinen Fisch, keine Eier, keine Milchprodukte essen. Eine Pizza war nichts anderes als ein Konzentrat dämonischer Kräfte. Auch Sexualität habe die Sekte verdammt. Masturbation war verboten. Wenn ich meine künstlerische Kreativität nicht zerstören wollte, durfte ich an Sex nicht mal denken. Nach 5 Jahren schafft Hunziker, nach eigenen Angaben, den Ausstieg. Die Autobiografie, ein scheinbar perfektes Leben, erscheint am 28. September. Nach einem Jahr auf Tour steht die Welt von Helene Fischer einmal mehr Kopf. Ja, sie postet ein schwarz-weißes Bild, welches sie während ihrer Tour Backstage zeigt. Wenn deine Welt immer noch Kopf steht, du aber versuchst, nach vorne zu schauen und dich auf das zu freuen, was noch alles kommt. So kommentiert Helene Fischer ihr Posting auf Instagram. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild macht der Schlagerstar einen Handstand. Die 34-Jährige trägt kurze Hosen, Turnschuhe und ein Netzhemd. Entstanden ist die Aufnahme während ihrer Tour. Genau ein Jahr ist die Musikerin unterwegs. 87 Shows, 1,3 Millionen Menschen, die ihre Konzerte besuchen. In jeder Stadt, bei jedem Konzert gibt Helene alles. Von akrobatischen Tanzeinlagen bis hin zu gymnastischen Höchstleistungen ist alles dabei. Fischer denkt gerne an die Zeit zurück, auch wenn sie erst ein paar Tage von ihrer Crew getrennt ist.
Ihrer Band dankt Fischer in einem emotionalen und rührenden Posting. Ich möchte, dass ihr wisst, wie magisch und einzigartig diese Reise für mich mit euch war. Unser Zusammenhalt auf und hinter der Bühne war von besonderer Größe. Und das trotz eines 150-köpfigen Teams. Wir waren in all der Zeit eins. Das war nicht nur irgendeine Tournee, das war die Tournee. Der heftigste Roadtrip mit euch. Angeblich möchte Fischer nun eine 2-jährige Pause einlegen und sich ihrem Privatleben widmen. Leuchtet alles hell, wir teilen unsere Zeit, das wird uns auch heute keinen nehmen. Und wenn wir schon bei dieser 2-jährigen Pause sind, genau 2 Jahre ist es her, da trennt sich der deutsche Fußballtrainer Jogi Löw von seiner Frau. Ja, und jetzt wird Jogi knutschend in Berlin gesichtet. Und nicht nur das, seine neue ist keine Unbekannte. 36 Jahre sind Jogi und seine Frau Daniela ein Paar. 30 Jahre davon verheiratet. Dann die Trennung vor 2 Jahren. Der Fußballtrainer zieht nach Berlin, seine Ex bleibt in Freiburg. Jetzt erwischt ein Paparazzo den Bundestrainer knutschend in Berlin. Vor einem italienischen Restaurant in Berlin kommt Löw seiner Begleitung sehr nah. Seit Tagen wird gemunkelt, wer die Dunkelhaarige wohl sein mag. Jetzt ist es raus. Bei der hübschen Unbekannten handelt es sich um gar keine Unbekannte. Im Gegenteil. Es ist Schauspielerin Jeanette Hein, Bambi-Preisträgerin und eine der renommiertesten Filmstars in Deutschland. Die Schauspielerin ist 49 Jahre alt und aktuell im neuen Kinofilm Klassentreffen von Til Schweiger zu sehen. Kennengelernt haben sich die beiden angeblich bei der Bambi-Verleihung 2016 in Berlin. Hein und Löw sollen den Kontakt aufrechterhalten und sich anschließend regelmäßig getroffen haben. Hein ist Mutter von 2 Kindern. Sohn Jonas ist 26 und Tochter Malou 12. Ob es was Ernstes ist, wird sich zeigen. Sobald Jogi dran bleibt, bleiben auch wir für Sie dran. Also wir halten Sie da klarerweise auf dem Laufenden. Wir sind gleich wieder bei Ihnen mit dem Mediastar des Tages, Andreas Gabalier. Heiße News, also bis gleich. Wir sind zurück und pünktlich zu Beginn des Münchner Oktoberfests hat der österreichische Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier seinen neuen Hit, nämlich Halli Hallo, vorgestellt. Ja, mit dem Lied möchte er offenbar auch an seinen Allzeitklassiker Hula Paloo anknüpfen. Nein, gehst du heim. Lipstick Lady, bin heute für die Rede. Glaub mir, wenn ich sag, du bist alles, was ich mag. Lipstick Lady, das macht doch alles an Sinn. Es ist die Lieb in mir drin, weil ich verliebt in dich bin. Bitte, bitte lass mich nicht im Regen stehen. Es wär so schön, mit dir zu gehen. Bitte, bitte, bitte nimm mich mit zu dir. Ich bin bestimmt ganz lieb zu dir. Und du lachst immer wieder an der Schank gegenüber und ich wink zu dir rüber und du winkst immer wieder. Hallo, Halli, Halli, Hallo, Halli, Halli, Hallo. Hallo, Halli, Halli, Hallo, Halli, Halli, Hallo. Kannst du mir vielleicht die Leviten lesen? Irgendwo und irgendwie. Liebe, liebe Lein von meinen Lippen lesen. Dann magst du mir und ich mag die. Und du lachst immer wieder an der Schank gegenüber. Und ich wink zu dir rüber. Und du winkst immer wieder. Hallo, Halli, Halli, Hallo, Halli. Hallo, Halli, Halli, Hallo, Halli, Halli, Hallo. Hallo, Halli, Halli, Hallo, Halli, Halli, Hallo. Hallo, Halli, Halli, Hallo, Halli, Halli, Hallo. Und du lachst immer wieder.
Und bei uns geht's weiter mit unserem Event des Tages. Beim Oktoberfest, da findet sich das Who is Who der Prominenz, so auch die Bayern-Spieler. Und die gratulieren ihrem Fußballkollegen Luka Modric zur Auszeichnung als bester Fußballer des Jahres. Auf geht's zur Wiesn. Partytime für die ehemaligen Superstars. Doch das große Wiesn-Geheimnis dürfen wir noch nicht erfahren. Aber Wiesn-Erlebnisse, die behält man für sich, sonst sind sie ja nicht mehr exklusiv. Diskutiert wurde natürlich über Fußball. Luka Modric als Weltfußballer, nicht Ronaldo. Luka Modric war schon diese Saison ein bisschen besser. Eine sehr gute Wahl, weil der hat ja mit Kroatien eine super WM gespielt, ist mit Real Champions League-Sieger geworden, der hat's verdient. Nur Hasan Salihamidžić hat noch einen Wunsch. Ich hoffe, dass wir bald auch mal einen rausbringen hier beim FC Bayern, der das werden kann. Dazu soll jetzt auch noch die EM 2024 nach Deutschland kommen. Ich habe überhaupt nichts gegen die Türkei, aber mit dieser Wirtschaftsproblematik, die sie derzeit haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass Deutschland da die schlechteren Karten haben soll. Ich glaube schon, dass Deutschland das machen wird. Philipp hat ja ganz gut Werbung gemacht dafür. Ich glaube, die Arbeit, die er gemacht hat, das wird sie auszahlen. Ein kleines Geheimnis haben wir von Luca Toni dann doch noch erfahren. After beer, I think I speak better. Na also, gerade schön was. Und bei uns geht's weiter mit unserem Event des Tages. Das findet heute in Wien statt, der jährliche Vienna Night Run. 5 Kilometer die Distanz. Und für uns mit dabei unsere OE24-TV-Reporterin Nastassja Offenbacher. Mindestens genauso sportlich wie die Teilnehmer. Wir sehen, hinter dir, da ist schon jede Menge Bewegung im Gang. Wie viele Teilnehmer sind denn dieses Mal mit dabei? Es geht ja für den guten Zweck. Es ist ja eine Charity-Aktion. Wie viele Teilnehmer sind denn diesmal vor Ort? Ja, es werden tatsächlich 20.000 erwartet und ich kann sie hören. Es ist unglaublich laut, es tut mir auch wirklich wahnsinnig leid. Es ist eine Party hier, also es ist tatsächlich nicht viel versprochen worden. Es wird gefeiert, es ist unglaublich. Eine Wahnsinnsstimmung, also unerwartet tatsächlich. Also ich glaube, das schlagt auch das letzte Jahr, um ehrlich zu sein. Es ist echt viel los. Ich glaube, es sind sogar mehr als 20.000. Keine Ahnung, was da abgeht, aber es ist echt unglaublich lustig. Und ja, es ist erst eine Wahnsinnsstimmung. Nastassja, du wirst die Läufer dann noch für uns zählen. Wie sieht es denn momentan aus mit den Verkehrsbehinderungen? Die sind ja immer ganz gewaltig beim Vienna Night Run. Ja, es ist tatsächlich alles gesperrt, aber ich glaube, das macht eigentlich gar keinem was aus, weil die meisten Leute in ganz Wien sind eh hier vertreten. Das heißt, im Endeffekt feiert jeder und keiner macht sich Gedanken um das Verkehrschaos, weil jeder zu Fuß hier unterwegs ist. Es sind auch tatsächlich viele Leute hier, die nicht mitlaufen, sondern die tatsächlich als Zuschauer hier sind, um das Event des Jahres sich nicht entgehen zu lassen. Es ist mehr Party als Laufen, es ist unglaublich. Ja, mittlerweile findet ja der Vienna Night Run zum 12. Mal statt. Das ist eine Charity-Aktion zugunsten der Organisation Licht für die Welt. Damit möchte man blinden Menschen in Afrika helfen. Insgesamt sind schon 780.000 Euro zusammengekommen. Was denkst du, wie viel kommt denn dieses Mal noch dazu? Also es kommt tatsächlich viel zusammen. Wie viel, weiß man ja erst dann später. Also das ist jetzt noch nicht fix, aber ich denke mal, dass da sehr viel gespendet wird, weil mit den Leuten, mit denen ich vor Ort geredet habe, denen ist es sehr wichtig. Und es sind auch Läufer hier, die eben für Licht für die Welt mit einem T-Shirt laufen. Und die wurden als erstes an die Startbahn geschickt. Und die machen das wirklich tatsächlich, um einen guten Zweck zu erfüllen. Und es ist wirklich ein sehr schöner Zug. Und ja, es ist Wahnsinn. Es ist Party, es ist Charity, es ist Sport. Es ist alles in einem Verein und das ist wirklich wunderschön. Bitte, danke. Ja, und so wunderschön finden das auch einige Prominente. Lukas Blöchl ist heute auch beim Vienna Night Run mit dabei und wir haben vorab mit ihm ein Interview geführt. Also ich bin gleich auf Promi-Jagd gegangen und der Erste, den habe ich schon entdeckt, Ventja aka Lukas Blöchl. Hallo, wie geht's? Servus. Bist du aufgeregt? Mir ist kalt und aufgeregt bin ich auch ein wenig, aber ja.
Wie hast du dich heute vorbereitet? War das spontan oder hast du dich schon lange darauf, hast du lange trainiert, sagen wir so? Ich wusste schon lange, dass ich hier antreten werde, aber ich würde gerne sagen, ich habe es ganz spontan entschieden, weil ich keine Vorbereitung gemacht habe. Mal schauen, was rauskommt, hoffentlich kein Bänderriss. Das wäre natürlich nicht gut, also ja. Warum vermutest du das? Ich vermute es nicht. Ich hoffe, dass es nicht rauskommt. Letztes Jahr habe ich nicht mitmachen können wegen einem Bänderriss. Und dieses Jahr darf ich wieder und hoffen wir, dass alles hält. Na, da wird alles, glaube ich, gut laufen. Hast du Unterstützung dabei? Ich habe gehört, deine Schwester ist auch da, genau, oder? Genau, also wir machen das seit vielen Jahren schon immer zu zweit eigentlich, dass wir laufen. Wir laufen zwar jeder seine eigene Zeit, weil... Die Frauen sind schlechter, das stimmt ab und zu, ja. Das hast du gesagt. Ja, aber es ist leider so, die Männer sind etwas stärker. Stimmt nicht, ich wollte gerade sagen, dass jeder seinen eigenen Rhythmus hat. Ja. Und je nachdem, wenn ich jetzt das Gefühl habe, bei mir kommt jetzt Vollgas, dann muss ich jetzt Vollgas geben. Und bei ihr ist es manchmal, also man muss seinen eigenen Rhythmus finden, das ist wie bei der Musik. Und deshalb... So ein krampfhaftes Zusammenstecken bleiben irgendwie, es bringt nichts beim Laufen. Und pushst du sie als großer Bruder oder nicht? Ob ich sie push? Also ein bisschen motivieren oder wie schaut das aus zwischen euch beiden? Ich glaube schon, ja. Also sie pusht mich auf jeden Fall. Also so, ich glaube, wir sind generell so Pushers. Weil unser Vater ist ja Tischtennis-Nationalteam-Trainer und so pushen war schon immer ein Thema bei uns. Ja, das ist super. Dann wünsche ich dir wirklich viel Erfolg, ganz viel Spaß. Halt dich warm. Ich glaube, es gibt Tee auch hier, aber es bleibt kalt, muss ich sagen, bei 12 Grad. Aber ich glaube, du schaffst es und keinen Bänderriss, definitiv nicht. Alles Gute. Wollen wir über Licht für die Welt auch sprechen? Ja, gerne, natürlich. Ja. Also warum hast du dich entschieden, für Licht für die Welt mit dem Shirt zu laufen? Es ist ja eine Spendengala sozusagen, also es ist ja ein Charity-Event auch gleichzeitig. Ja. Es sind ja in den letzten 11 Jahren sind 750.000 Euro gespendet worden. Was denkst du, wird diesmal der Fall sein? In Raten und Mathematik bin ich ganz schlecht. Was ich weiß, ist, helfen ist gut, laufen ist gut und warum nicht zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Und Licht für die Welt unterstütze ich seit Jahren, weil ich es einfach wichtiger denn je finde, dass man in Zeiten wie diesen einfach dazu steht, dass man hilft aktiv, weil das momentan ziemlich in ein komisches Licht gerät. So, wenn man wem die Hand hinhält und hilft, dann wird man als schwach oder irgendwie ein bisschen so komisch angeschaut, weil in dieser Ellbogengesellschaft einfach ganz schwierig ist, dass man irgendwie so ein Connect zu Leuten, die man nicht kennt. Aber warum darf man jemanden, den man nicht kennt, nicht helfen? Das waren sehr schöne Worte, muss ich sagen. Also ja, wirklich tatsächlich. Ja, dann alles Gute. Danke. Danke dir auch. Ja, das war's auch schon wieder von unserer High Society. Ganz kurze Pause, dann geht's weiter mit diesem Mann hier. Ja, die wichtigsten Nachrichten des Tages in aller Kürze und Würze zusammengefasst in den Top News Express. Und danach um 20.15 Uhr wie immer Fellner Live. Bis gleich.